Hallo meine Lieben, ich bin Soy Thomas, aka Spielkoyote. Ich weiß, viele von euch, zumindest viele von euch, die vielleicht auf eBay Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, Magic-Karten, Flesh and Blood verkaufen, spielen langsam nach und nach mit dem Gedanken, man ist schon ein Jahr, 2 Jahre, vielleicht 2,5 Jahre dabei, einen Local Gaming Store zu eröffnen, einen physischen Laden zu haben, weil einfach die Idee dahinter mega geil ist. Das ist doch mega cool, einen eigenen Store zu haben. Und ich sag euch einfach direkt einmal vorweg, das ist zum aktuellen Zeitpunkt in der Regel der dümmste Zeitpunkt, den man sich aussuchen kann, um so ein Venture zu starten. Warum? Ja? Wieso? Weshalb? Warum? Weil viele Leute nicht verstehen, was mit so einem physischen Laden so mit sich kommt. Ja, ich will euch jetzt das mal so ein bisschen madig reden. Bleibt auf jeden Fall dran, denn ihr werdet hier vielleicht in diesem Video das ein oder andere lernen, allgemein zum Thema Unternehmertum und Business. Wir haben Mietkosten, ja. Das ist schon mal der erste große Posten. Und diese Mietkosten habt ihr so oder so, egal ob euer Laden offen oder zu ist. Die sind einfach mal da. Das ist wie Lagerkosten. Einfach sehr oft ist das Lagerkosten günstiger, wenn ihr zum Beispiel online verkauft, als der oder die Retail Location. Dann habt ihr Kosten wie Versicherungen und Co., die ihr eben braucht. Ja, und es gibt viele Versicherungen, die ihr zwingend braucht. Dann, was auch noch dazu kommt, Internet. Internet wird auch zusätzlich gebraucht. Ihr braucht zum Beispiel in einem Lager kein unbedingt, nicht unbedingt ein Internet, aber hier in so einer physischen Location, in einem Laden, braucht ihr Internet. Das kommt noch dazu. Und dann diverse weitere Abgaben wie Abfall, Wasser und so weiter. Alles, was man halt sonst so in der Regel auch in einem normalen Haushalt hat, hat man auch in einem geschäftlichen Haushalt meistens sogar noch einen Ticken teurer als in einem privaten Haushalt, weil es eben geschäftlich ist. Ja? Und das sind erstmal die kleinen Posten, okay? Und da denkt man sich, okay, ich kann mir vielleicht noch Miete, das leisten, das leisten, das geht noch so alles knapp. Aber viele Leute verstehen nicht, wie viel Kosten oder wie viel Initialaufwandskosten überhaupt so ein Laden überhaupt generieren kann. Ich rede jetzt vom Mobiliar. Ich rede vom insgesamt von der Einrichtung. Ja, ich rede auch davon, habt ihr überhaupt genug Ware, um hier so eine ganze Wand voll zu machen und noch viel, viel mehr, weil der Laden halt auch eine bestimmte Größe hat. Habt ihr überhaupt genug Auswahl? Und sehr oft ist das erstmal eines der Punkte, wo die meisten Leute tatsächlich in der Realität nicht all diese Vorgaben erfüllen und am Ende des Tages eigentlich über eBay, über den Online-Shop und Co. eigentlich viel, viel besser gefahren werden und erst längerfristig, erst deutlich später down the road, vielleicht, wenn sie wirklich damit ja, rechnen, überhaupt einen Laden öffnen würden. Und jetzt kommt noch der große Punkt. Ich habe es vorhin erwähnt, der Laden generiert immer wieder Miete und es muss jemand im Laden stehen. Ich muss ganz ehrlich mit euch sein, ich stehe nicht 24/7 im Laden. Ich stehe auch nicht 5 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche im Laden. Ich stehe genau einen Tag der Woche, in der Regel 3 bis 4 Samstage im Monat hier im Laden. Heute ist Samstag, ja, Laden hat noch nicht offen, darum kann ich hier ein Video machen. Ansonsten, Rest der Woche, von Dienstag bis Freitag, ist mein Dad hier im Laden. Ja, und an den Samstagen, wo ich auch nicht hier bin, ist er auch hier im Laden. Und an den Samstagen, wo ich hier bin, ist er auch hier im Laden. Aber es ist ein Vollzeitmitarbeiter. Egal, ob es jetzt mein Dad wäre oder jemand anderes, ja, es ist ein Vollzeitmitarbeiter, der hier im Laden stehen muss, meine Lieben. Das sind Kosten. Und da kannst du nicht einen Roboter hinstellen, du kannst kein Self-Checkout hinstellen, weil dann wird dir alles einfach geklaut hier, ja. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir an dieser Stelle einfach verstehen müssen, dass mit einem physischen Laden, mit einer physischen Location auch enorm viel Overhead dazu kommt. Je nach Land mal mehr, mal weniger, hier in der Schweiz deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland. Und ich würde realistisch sagen, und da bin ich ganz ehrlich, also das wird vielleicht einige Leute von euch von den Socken hauen. Ich würde persönlich grundsätzlich, wenn ich jetzt heute neu einen Laden starten würde, also komplett fix, fertig, neu, mindestens für mich zumindest in meine, also ich würde schon mit 100.000 Franken rechnen. 100.000 Franken, 100.000 Euro, das sollte man auf der hohen Kante haben, um mit den 100.000 entsprechend Mobiliar, Ersteinrichtung und so weiter zu kaufen. Das kann je nachdem, wie groß und welche Qualität von Regalen und so weiter man möchte. Ich sage jetzt mal realistisch gesehen zwischen 10.000 bis 30.000 Franken oder Euro kosten. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ja.
Und dann haben wir natürlich noch die Mietkosten, Reserve und so weiter. Ich würde mindestens 6 bis 12 Monate beiseite legen für Miete, Fixkosten und so weiter. Und dann bleiben da vielleicht noch so, ich sage jetzt mal so 55.000 übrig. 50 bis 55.000 übrig, vielleicht auch 60.000, je nachdem, wie man halt entsprechend die Einrichtung hat. Vielleicht bekommt man auch kostengünstige Einrichtungen. Und dann kommt der große Punkt mit dem Rest, den wir haben. Nehmen wir jetzt mal einfach an, wir waren ja relativ kostengünstig unterwegs, haben jetzt noch 55.000 übrig, neben der Reserve und halt den Initialkosten, die wir hatten, haben wir noch 55.000, um entsprechend Waren zu kaufen und dann auch allenfalls, wenn wir selber drinstehen, oder eben nicht selber drinstehen, vielleicht auch eben jemanden für 50% noch einstellen können. Und das ist eben der große Punkt. Darum mindestens 100.000. Ich würde sogar behaupten, dass wenn du wirklich, wirklich ohne großes Risiko, also mit, ich sag's jetzt mal, relativ chillig in so ein Projekt reingehen möchtest, dann reden wir von 200.000 bis zu einer Viertelmillion, wenn du von Scratch auf, von Null auf das Ganze aufbaust. Wenn du natürlich schon ein Lager mitnimmst von deinem Online-Shop, vom eBay-Selling und so weiter, muss man realistisch gesehen auch sagen, wenn du noch keine externe Lagerlocation hast, in der Regel ist für dich ein Store meistens noch nicht der richtige Schritt, weil du einfach viel zu wenig Ware hast. In der Regel, ja. Ich weiß natürlich nicht, wie eure Lagersituation ist, aber zum Beispiel bei mir ist es so, wir könnten den Laden, den wir hier haben, wir könnten gerne expandieren und dann 4-5 mal größere Ladenfläche haben und werden immer noch nicht genug Platz, um die ganze Ware auszustellen. Und das sind dann halt solche Punkte, wo man auch realistischerweise sagen muss, lohnt sich jetzt ein Laden, lohnt sich ein Laden nicht, kann man sich den überhaupt leisten und hat man überhaupt genug Ware, ja? Ist auch immer so ein großer Punkt. Und ich weiß, es ist so ein romantischer Gedanke, einen Store zu haben. Und ja, ich bin beim Local Store und boah, geil. Und es sieht einfach nur schön aus und so weiter. Ja, es sieht schön aus, ja. Aber es hat Overhead, es hat Kosten, es hat andere Risiken. Und ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich mit euch bin, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich vorhabt, irgendwas in der Art aufzuziehen, einen Store irgendwann mal in eurem Leben zu haben, ich möchte euch nicht daran hindern, sondern ich möchte euch einfach zeigen, realistisch gesehen kostet das eine enorme Menge an Geld. Und bis man dann überhaupt mal Stammkunden aufbaut, Leute, die regelmäßig kommen, weil sie einfach wissen, wo die Location ist und so weiter, das dauert auch seine Zeit. Das ist nicht innerhalb von der Öffnungswoche und dann ist jeden Tag bam, 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 bam. Es wird auch Tage, und das muss man ganz ehrlicherweise so zugestehen, es wird auch Tage geben, da wird dann relativ wenig los sein in einem Store. Und es wird Tage geben, da ist so viel los, da wächst euch das Ganze über dem Kopf. Und das ist eben auch so ein großer Punkt. Und ich hoffe, ich kann mit diesem Video so ein bisschen einfach Realität in dieses ganze Thema reinbringen, weil ich von vielen Leuten von euch jetzt auch gehört habe, ja, Local Gaming Store, ich habe jetzt hier schon 1, 2 Jahre Reselling gemacht, es läuft gut. Hast du 100.000, im Idealfall eine Viertelmillion? Wenn nein, und wenn du noch nicht ein riesiges Lager hast, also wirklich ein riesiges, mit riesig meine ich halt nicht, wenn du jetzt denkst, so, das ist riesig so, für mich bedeutet, ja, also wenn wir jetzt das hier, wenn wir diese Wand hier sehen, ihr seht jetzt nicht die ganze Wand, aber nehmen wir jetzt mal diese Wand. Für mich bedeutet riesig, wenn ihr diese Wand mindestens, mindestens, ja, mit riesig ist, also wirklich für mich bedeutet das riesig, mindestens 50 bis 100 Mal dieses Regal hier hinten. Ja, vielleicht nicht unbedingt immer dieselben Waren, aber halt so vom Volumen her, dass ihr euch das vorstellt. Dann ist es für mich riesig, ja. Also klar, das sieht jetzt so ein bisschen übertrieben aus, das könnte man noch besser büscheln. Darum so ungefähr 50 Mal. Wenn ihr das hier hinten vom Volumen her 50 Mal habt, dann sind wir schon in Größenordnungen, wo ich sage, okay, ihr habt schon echt ein großes Lager. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr so viel einplanen für Warenakquisition und dass ihr Dinge zum Verkaufen habt, weil die habt ihr schon. Und das ist ein großer Punkt. Und ich hoffe, dieses Video hilft dem einen oder anderen und wir können in ein paar Jahren darauf zurückschauen. Und wenn mir dann jemand sagt, so, hey Thomas, ich habe deinen Rat beherzigt, ich habe den Store noch nicht gemacht und erst 2 Jahre später, beste Entscheidung von meinem Leben, danke fürs Video, dann weiß ich, der Job hier auf diesem Kanal von meiner Seite ist auf jeden Fall getan. Und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, ja? Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach unten da. Weil ich weiß ja, dass viele von euch gerne den Daumen nach unten da lassen. Und ja,